Servus Leute, und weiter geht's mit einer spannenden Folge Ghost of Tsushima. So. Gut, in der letzten Folge hatten wir ja mit der Hauptquest ein bisschen weitergespielt. Hier geht jetzt hier oben weiter. Ein Sturm zieht auf. Das machen wir jetzt heute aber nicht. Ich würde sagen, wir machen heute ein bisschen so Nebengedöns. Gehört ja auch irgendwo dazu. Und da wären noch ein paar Fragezeichen zu erledigen. Hier unten noch eins. Hier oben wäre noch zwei, das ist noch in dem zweiten Gebiet. Die hatten wir anscheinend durch die neuen Skillungen sind die jetzt aufgedeckt worden. Schauen wir uns an. Und zwar gehen wir erst eher mal hier runter. Eine Schnellreise bitte. Weil unser Ziel ist ja auch Platin, Leute. Und ich denke mal, für Platin müssen wir hier alle Nebendinger erledigen. Also ich könnte mir auf jeden Fall vorstellen, würde auf jeden Fall Sinn machen. So, Servus Leute. Und wenn es euch gefällt, würde ich mich sehr über Support freuen. Ihr wisst ja, Leute, Support ist kein Wort. Da ist auch wieder so ein Altar. Das fährt hier noch, das geht schneller, komm. Ein paar Gegner. Dürfte aber nicht das Problem sein. Lassen sie aber liegen, wenn wir sie nicht unbedingt brauchen. So, Glaube des Kriegers. Abgeschlossen. Und dann machen wir gleich hier weiter. Ah, ist abgeschlossen. Gut, Schnellreise einmal ins Waldrandlager. Das könnte ein Schrein sein. Oder? Das könnte ein Schrein sein, liebe Leute. Nebelklippenschrein. Okay. Gut, dass es jetzt schön dunkel ist, dass ich überhaupt nichts sehe. Gar nichts. Irgendwie werden wir schon hinkriegen. Durchkriegen? Okay. Dann kriegen wir mal. Und auf einmal wird's. Boah, ich habe gedacht, das ist hell. Ist ja jetzt blöd. Echt so ausgeschaut. Warte mal, ich muss schnell was probieren. Dann schauen wir mal, ob das Wetter besser wird. Ich glaube, man kann das Wetter ändern.
wir hier ein bisschen mehr sehen. Das ist ja Wahnsinn. Wir sehen ja hier gar nichts. Hier wird es runtergehen. Okay, müssen wir hier runter. So, ich gedacht, ciao. Hier rüber. Ach, die Blumen lassen wir jetzt mal. Die brauchen wir nicht unbedingt. Sehr schön. Wurde es auch geschafft. Er hatte noch einen perfekten Ausweichen, ein Kunai. Oh, das ist auch stark. Das machen wir mal. Na komm, wir lassen das mal so. Scheint nichts mehr zu sein. Wir verlassen einmal den Schrein. Okay. Die haben wir eh schon markiert. Was sind wir denn hier hinten? Die Wand ist, wie irgendwie so ein Kind schreit oder so. Und wieder eine Säule. Jagender Bär. Werde eine Naturgewalt.
Okay. Dann müssten wir eigentlich hier soweit alles abgeschlossen haben. Hier wäre noch ein Fragezeichen. Da porten wir uns dann aber hier. Die Burg Shimura. Ich weiß nicht, ob wir von dort aus da rüberkommen. Das sehen, schauen wir uns jetzt an. Wahrscheinlich kommen wir jetzt hier nicht rein, oder? Das war mir jetzt wieder komplett klar, dass wir hier nicht langkommen. Das bedeutet, wir können hier nicht lang. Oder wir müssen hier unten lang. Warte mal, wenn wir jetzt hierher gehen. Komm, wir probieren es mal da. Der Kubara-Kreuzung. Hätte ich gleich machen können, wenn wir viel näher dran sind. Ja. Ich sah einen Vogelschwarm am Himmel kreisen, mein Herr. Ich ging näher und fand einen wunderschönen Ort. Ich saß nur da und schaute, verlor das Zeitgefühl. Wir alle brauchen dieser Tage Inspiration. In Kriegszeiten sollten Krieger solche Orte aufsuchen und Haikus schreiben. Es heißt, die Kunst des Haikus bereite Geist und Körper auf den Kampf vor. Stimmt das, mein Herr? Ja. Doch nicht nur Kriegern kann Poesie zugutekommen. Okay, ich denke mal, hier ist bestimmt irgendwo wieder eine Quest aufgegangen. Aber wir machen jetzt erstmal hier weiter. Könnte vielleicht eine heiße Quelle sein oder so. So, das ist gar kein. Kein Material. Quelle. Wo? Ich hab grad ein Bär gehört. Okay. Senieren über von den Samurai verbannt. Machen wir das mal. Die Samurai, mein Onkel. Ich kann niemals zurück. Das muss ich akzeptieren. Ja, ich denke, wenn wir den Khan erledigen, können wir bestimmt zurück. Okay, hätte man das auch erledigt. Und dann könnten wir ja hier weitermachen. Die Entscheidung eines Vaters. Eine Geschichte. Ja, machen wir doch gleich hier weiter.
Und porten aber gleich hier, dann brauchen wir nicht so weit gehen. So, sollte unten sein. Ich komme gleich. Mein armer Junge. Wir schauen uns erstmal hier um. Okay. Was ist hier passiert? Die Mongolen haben herausgefunden, dass meine Söhne einen ihrer Vorratswagen verbrannt haben. Ich musste entscheiden, welchen Sohn sie zur Strafe töten sollen. Tut mir leid. Was ist mit eurem anderen Sohn? Sie nahmen ihn mit. Es war sicher Chutas Idee, die Vorräte zu verbrennen. Er könnte noch leben. Wohin sind sie gegangen? Über die Brücke. Okay, die Entscheidung eines Vaters. Folge die Mongolen. Das? Alles wird wieder gut. Der beste Tag meines Lebens, mein Herr. Geht. Gebt auf euch Acht. Das ist nur eine normale Quest gewesen. Wenn ihr dies annehmt. Folge die Mongolen. Ja, wohin denn? Frisch und tief. Die Mongolen hatten es wohl nicht eilig. Ach so, Spuren verfolgen. Dann werden sie bestimmt da oben drin sein. Anlegen müssen. Die haben noch nie keine Chance. Hier,
Wurmpuff hier. Und doch keine mehr hier, oder? Ach du Scheiße. Hier, du! Bald seid ihr frei. Danke. Euer Vater erzählte mir, dass er euch retten wollte. Mich retten? Die Mongolen fragten, wen sie verschonen sollten. Er nannte den Namen meines Bruders, ohne zu zögern. Als er merkte, dass sie Genta töten wollten, flehte er sie an, mich zu nehmen. Ich will ihn nicht sehen. All das ist geschehen, weil ich Genta bat, diesen Wagen mit mir zu verbrennen. Was soll ich eurem Vater sagen? Dass ihr zu spät kamt, um mich zu retten. Okay. Heftig. Ja, wenn man mal die zweite Seite hört. Okay, dann reisen wir mal zum Vater. Die regen mich jetzt auf, ganz ehrlich. Bist du? Komm, 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 leg dich hin. Was hast du zu looten? Nicht haben sie gehabt, nicht. Was der Vater jetzt sagt dazu. Wahrscheinlich wird er sagen, oh okay, passt. Der Vater ist nicht hier. Vielleicht hinterließ er ja etwas. Suche den trauernden Vater. Reise zu Gentas Aufgang der Leiche. Shooter, ich hoffe, du kannst mir eines Tages meine Entscheidung verzeihen. Er hatte sie umgebracht. Die Schuld war zu viel. Er hat sich getrennt. Aber die Mongolen trieben ihn so weit. Okay. Alles man ja Feuerdoktorin.
Okay. Wäre das quasi abgeschlossen? Dann könnten wir hier oben weitermachen, eventuell. Gefrorener Ausguck. Schauen wir mal. Ja, das wird es nicht sein hier unten. Waren wir hier schon? Sieht komisch aus. Das sieht komisch aus. Ich weiß ja, wie wir da so einfach runterkommen. Boah, da müssen wir außen rum. War mir klar, dass es nicht geht. Okay, wir müssen außen rum. Wie sollen wir denn da rumkommen? Wir müssen komplett um den Berg rum. Ich würde das schon gerne machen, wenn wir schon hier sind. Würde sich halt anbieten. Aber ich glaube, dass wir hier nirgendwo langkommen. Alter Schwede. Aber hier ist doch auch nur so ein Schrein, oder? Muss der schreien. Der bringt mir so gesehen nichts. Echt nicht beantworten, wie wir hier schon waren. Hey, waren wir auf keinen Fall. Wir kommen ja aber auch nicht nirgendwo rein, oder? Also es geht hier wirklich von der Hauptstraße direkt rein. Das Pferd. Sagowald.
Hier kommen wir nicht rein. Kannst vergessen. Okay, dann ist hier praktisch noch zu. Dann kommen wir da später hin. Okay, alles klar. Okay. Dann schauen wir, ob wir den hier vorne einen Ausguck bekommen. Wer ist da hinten? Ein kleines Lager. Boom. Der Mund bei Starla, Hanno. Okay, wo sind die noch welche da? Sehr schön. Okay, können wir uns hier in Ruhe umschauen, bitte? Kunai. Eisen. Okay, scheint so weit nichts mehr zu sein. Schauen wir uns hier oben noch um.
Aber ich glaube, dass hier auch nichts mehr war. Der Mongolen. Fast schon wieder übersehen. Und gleich wieder Fragezeichen. Oh, was ist da los? Fuchsbau. Wo schießen die denn? Da. Stellt euch und kämpft! Für die Gorbe, für ihn helfen! Suchtok, wo ihr seid! Können wir bestimmt die Waffe hier zerstören, oder? Vernichten. Sehr schön, auch gleich den Fuchsbau. Dann wollt ihr nochmal zu dem Haus schauen, da wo die Belagerungswaffe jetzt drauf geschossen hat. Kommen wir jetzt wieder hoch. Okay, dann schauen wir doch mal zu dem Haus. Das war hier vorne. Die sind hier Base. Dann sehe ich auch schon ein paar Bauern. Vielleicht haben die auch eine Quest oder so. Boah, ganz schön. Ganz schön zerschossen alles. Jemand verletzt? Uns geht es gut. Unsere Häuser sind zerstört. Aber wir leben noch. Bitte, nehmt als Dank alles, was ihr findet. Ja, wir leben noch. Wo ist klar? Hier unten. Okay, das ist Neues.
fahren wir hier schon. Oh, mach ich denn? Ich könnte jetzt gar nicht sagen, ob wir hier schon waren. Ich glaube aber nicht. Mal in die Hoffnung, dass sich das Wetter ein bisschen ändert. Ich kann es kaum glauben, aber es war ganz sicher der Geist. Absolut. Scheint aber nichts zu sein. Da bin ich schon wieder zu schnell wahrscheinlich. Dass es vielleicht später erst kommt. Ich könnte mir jetzt auch gar nicht daran erinnern, dass wir hier schon waren. Ja, ich glaube, hier waren wir noch nicht. Ich würde eigentlich sagen, dass wir dann hier weitermachen. Genau, das will ich. Schauen wir aber erst in der nächsten Folge an. Sind doch schon wieder 45 Minuten. Genau, ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Ansonsten, ciao, ciao, reingehauen. Bis zur nächsten Folge, euer Andi.